Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu den Speyerer Gesundheitsgesprächen. Mein Name ist Felix Rückert und ich spreche heute zu dem Thema Zysten in der Bauchspeicheldrüse. Wann muss operiert werden und was kann beobachtet werden? Wie üblich können Sie am Ende des Vortrags Fragen an mich stellen, die ich dann beantworte. Und Sie können die Fragen entweder direkt über YouTube schicken oder Sie senden eine E-Mail an fragen@diakonissen.de. Ich möchte Ihnen zunächst einen Überblick geben über die Themen meines Vortrages. Zunächst gebe ich Ihnen einige Hintergrundinformationen zu der Bauchspeicheldrüse und ihrer Lage und Funktion. Im Anschluss möchte ich über das wichtigste chirurgische Krankheitsbild sprechen, nämlich das Pankreaskarzinom. Und zuletzt möchte ich auf eine ganz spezielle Art von Zysten eingehen, und zwar die intraduktal-papillär-muzinöse Neoplasie, abgekürzt IPMN. Damit komme ich zunächst mal zu den Hintergrundinformationen. Die Bauchspeicheldrüse ist unser zentrales Verdauungsorgan. Einerseits reguliert die Bauchspeicheldrüse über die Ausschüttung von Hormonen die Aufnahme von Nährstoffen in unseren Körper. Das ist besonders wichtig beim Blutzuckerstoffwechsel und hier insbesondere über die Ausschüttung von Insulin. Andererseits produziert die Bauchspeicheldrüse aber auch eine Vielzahl von Enzymen, die über das Bauchspeicheldrüsensekret in den Dünndarm gelangen und hier die Nahrung molekular aufschlüsseln. Und diese Moleküle können dann später über die Schleimhaut des Darmes aufgenommen werden. Die Bauchspeicheldrüse liegt im oberen Bauchbereich und ist ein relativ kleines Organ, also gerade mal 4 x 20 cm. Und obwohl die Bauchspeicheldrüse so klein ist, produziert sie eine relativ große Menge an Bauchspeicheldrüsensekret, nämlich 2 Liter am Tag. Auf diesem Bild sehen Sie die etwas ungünstige Lage der Bauchspeicheldrüse. Man kann hier noch einen kleinen Teil erkennen. Davor liegen aber der Magen, die Leber und der Dickdarm. Und diese Situation erklärt auch, warum die Bauchspeicheldrüse der körperlichen Untersuchung nur sehr schwer zugänglich ist und auch das Ultraschall eher etwas für Spezialisten ist. Die Diagnostik der Wahl bei der Bauchspeicheldrüse ist deswegen die moderne medizinische Schnittbildgebung, nämlich CT und MRT. Damit komme ich schon zum wichtigsten chirurgischen Krankheitsbild, und zwar dem Pankreaskarzinom. Das Pankreaskarzinom ist ein Tumor, der kaum Symptome macht und wenn, dann unspezifisch. Und deswegen merkt der Patient das Wachstum auch kaum. Und wie ich bereits gerade ausgeführt habe, ist auch die Diagnostik sehr schwierig. Man braucht dafür spezielle apparative Diagnostik, nämlich CT und MRT. Ich habe hier ein CT von einem Patienten mit Bauchspeicheldrüsenkarzinom. Man sieht den Patienten von unten. Hier hinten ist die Wirbelsäule, vorne der Bauchnabel. Und man sieht das Pankreaskarzinom als knotige Raumforderung im Oberbauch. Und auf der rechten Seite ist derselbe Patient nochmal von vorne angeschnitten. Man sieht die rechten Rippen und die linken Rippen und das Herz. Und auch hier sieht man als knotige Raumforderung das Pankreaskarzinom. Am aufgeschnittenen OP-Präparat hat das Pankreaskarzinom eine ganz typische knorpelige und weiße Schnittfläche. Und im Vergleich dazu sieht man hier rechts im Bild noch normales Bauchspeicheldrüsengewebe. Dieser Tumor ist gar nicht groß, gerade mal 3 cm, das ist ungefähr so groß wie ein Daumenabdruck. In der letzten Zeit hat sich wirklich sehr viel in der Therapie des Bauchspeicheldrüsenkarzinoms getan und dennoch ist die Prognose immer noch schlecht und das liegt teilweise an den fehlenden Symptomen, aber auf der anderen Seite auch an der sehr schwierigen Diagnostik. Und das zeigt auch die Statistik. Ich habe Ihnen hier einen Auszug mitgebracht aus der Krebsstatistik der USA. Hier wurde die Mortalität für verschiedene Tumoren als Kurve dargestellt und was man sieht, ist die orangene Kurve, die das Bauchspeicheldrüsenkarzinom zeigt, hier hat sich in der Mortalität die letzten 4 Dekaden nicht sehr viel getan. Wenn man jetzt von Krebs redet, ist es wirklich ganz wichtig zu wissen, dass ein Tumor nicht einfach aus dem Nichts und ganz urplötzlich entsteht, sondern im Gegenteil, das ist ein langwieriger Prozess. Die normale Körperzelle muss im Laufe der Zeit sehr viele Mutationen anhäufen, bis es ganz am Schluss dann
zur Entartung kommt. Und wir sagen dazu die maligne Transformation. Jetzt ist es aber so, dass man auch schon die Anhäufung von wenigen Mutationen sehen kann, weil die Zelle ihr Bild verändert. Und dadurch entstehen Läsionen, die wir als Vorläuferläsionen bezeichnen. Und bekannt ist das zum Beispiel im Dickdarm bei den Adenomen. Und es ist eine sehr elegante Therapie, wenn man diese Vorläuferläsionen entfernt, weil dadurch die Krebsentstehung verhindert wird. Leider ist es so, dass gerade bei der Bauchspeicheldrüse ganz lange Zeit wenig über Vorläuferläsionen bekannt war. Und glücklicherweise wurden in den letzten Jahrzehnten die Anwendungen der medizinischen Bildgebung vervielfacht. Man sieht hier eine Statistik von der Barmer Krankenkasse. Man sieht, dass über die letzten Jahre die Anzahl der Bildgebung pro Versicherten ständig zugenommen hat. Und als wirklich sehr glückliches Beiprodukt konnten wir dadurch sehr viel über die Vorläuferläsionen in der Bauchspeicheldrüse lernen. Ganz wichtig in der Hinsicht ist eine Studie aus Norddeutschland, das ist die sogenannte SHIP-Studie. Hier wurde bei insgesamt 995 freiwilligen Probanden ein MRT durchgeführt und die Ergebnisse sind wirklich spannend, weil sich gezeigt hat, dass ungefähr bei einem Drittel der Probanden eine zystische Raumforderung in der Bauchspeicheldrüse vorgelegen hat. Sie sehen hier links die Männer aufgeschlüsselt nach Alter und unten die Frauen aufgeschlüsselt nach Alter. Man sieht, dass ein relativ hoher Anteil der Probanden Zysten in der Bauchspeicheldrüse hatte und dass diese auch mit dem Alter zunehmen. Es ist also erstmal keine Katastrophe, wenn man eine Zyste in der Bauchspeicheldrüse hat. Und wir wissen heute sehr genau, welche dieser Zysten behandelt werden müssen und welche nicht. Insgesamt sind bei der Bauchspeicheldrüse drei verschiedene Arten von Zysten bekannt, die sich zu Krebs entwickeln können. Die ersten beiden sind die solid-pseudopapilläre Neoplasie, die man hier im Bild sieht, und die mucinös-zystische Neoplasie. Diese beiden Zysten sind relativ selten und liegen vorwiegend bei jungen Frauen vor. Und weil diese Zysten sich zu Tumoren entwickeln können, sollten sie immer operiert werden. Viel häufiger ist die bereits eingangs genannte IPMN, die intraduktal-papillär-mucinöse Neoplasie. Bei dieser Zyste ist der Entscheid, ob operiert werden soll oder nicht, schwieriger. Ich möchte deswegen noch mal näher gerade auf dieses IPMN eingehen. Sie sehen hier links im Bild ein OP-Präparat von einem solchen IPMN und das ist augenscheinlich erstmal eine schleimgefüllte Zyste. Wenn man sich die aber unter dem Mikroskop ansieht, dann sieht man, dass es hier schon zur Zellvermehrung gekommen ist, allerdings noch ohne Entartung. Das IPMN ist ein wirklich spannendes Krankheitsbild, wo es auch sehr viel Dynamik gibt und es ist überraschenderweise sehr jung. Es wurde erst 2000 überhaupt in die WHO-Klassifikation aufgenommen und seitdem ist sehr viel passiert und wir haben heute einen sehr guten Kenntnisstand. Und das liegt auch an der wirklich sehr guten Zusammenarbeit zwischen Chirurgen, Radiologen, Internisten und Pathologen. Und ein Meilenstein auf diesem Weg war die Konsensuskonferenz 2006 in Fukuoka. Fukuoka ist eine Stadt in Japan, wo damals sehr viele international anerkannte Spezialisten zusammenkamen, um zu beratschlagen, wann eine Therapie notwendig ist und nicht. Und interessanterweise orientieren sich die Empfehlungen fast ausschließlich an den Befunden, die man in der medizinischen Bildgebung sieht. Ja, das ist die Quintessenz des Treffens in Fukuoka, eine Leitlinie, die ist hier als Flussdiagramm dargestellt und das ist auf den ersten Blick erstmal erschlagend, aber ich werde sie auf den nächsten Folien da ganz in Ruhe durchführen. Wichtig zu wissen ist, dass man drei Gruppen von IPMN unterscheiden muss. Die erste Gruppe ist die Gruppe von IPMNs, die Hochrisikostigmata in der Bildgebung aufweist. Und hier ist das Risiko, einen Tumor zu entwickeln, 60%. Die zweite große Gruppe ist die Gruppe von IPMNs, die sogenannte bedenkliche Charakteristika in der Bildgebung aufweist. Und hier ist das Krebsrisiko 30%. In die übrige Gruppe, die wir Niedrigrisiko-IPMNs nennen, ist das Krebsrisiko niedrig mit 5-10%. Und ich möchte auf der nächsten Folie zunächst einmal auf die Hochrisiko-IPMNs eingehen.
Die Hochrisikohypermanenz zeichnet sich durch drei Zeichen aus. Einmal, wenn der Patient einen schmerzlosen Ikterus entwickelt, das ist eine schmerzlose Gelbsucht. Wenn der Patient in der Bildgebung Knötchen aufweist, die der Zystenwand ansetzen. Oder wenn der Hauptgang beteiligt ist und auf über 1 cm gestaut ist. Wenn eins dieser drei Zeichen vorliegt, ist wie gesagt das Krebsrisiko mit 60% relativ hoch und hier muss man immer eine Operation empfehlen. Ich habe Ihnen auch Bilder aus der Klinik mitgebracht. Sie sehen hier ein Kernspintomogramm von einem Patienten mit Hauptgangs-IPMN. Man sieht hier die Gallenblase und dann den relativ schlanken Gallengang und hier den Pankreasgang. Und der Pankreasgang ist im vorderen Anteil sehr stark aufgeweitet, sodass hier eine OP-Indikation vorliegt. Hier zeige ich Ihnen Bilder von den genannten Knötchen oder Nodules. Diese Knötchen kann man bereits ganz gut in der Bildgebung sehen und am aufgeschnittenen OP-Präparat stellt sich das als kleine blumenkohlartige Struktur dar. Hier ist im Übrigen auch nochmal normales Bauchspeicheldrüsengewebe zu sehen. Damit komme ich zur zweiten Gruppe, und zwar der Gruppe mit den besorgniserregenden Charakteristika. Hier sind meistens die Seitengänge der Bauchspeicheldrüse betroffen. Und die Charakteristika, die hier besorgniserregend sind, ist, wenn die Zyste im Seitengang größer als 3 cm ist, wenn die Zystenwand Kontrastmittel aufnimmt, also wenn sie gut durchblutet ist, oder wenn man ein Wachstum der Zyste über die Zeit feststellen kann. Wenn der Hauptgang betroffen ist, dann spricht man von besorgniserregenden Charakteristika, wenn ein Kalibersprung auftritt oder wenn der Hauptgang auf über 5 mm aufgeweitet ist. Um zu entscheiden, ob hier eine OP notwendig ist, sind erst nochmal weitere Untersuchungen notwendig, insbesondere ein Endo-Ultraschall. Da komme ich gleich nochmal drauf. Man muss sich aber überlegen, ob eine OP notwendig ist, wenn die Patienten jung sind. Auch hier habe ich Bilder aus der Klinik und man sieht rechts wieder diese baumförmige Struktur, das ist der Gallengang und dann einen schlanken Pankreasgang wie so ein Pinselstrich, das ist die ganz normale Konfiguration, so sollte der aussehen. Und hier einen wirklich stark aufgeweiteten Seitengang auf über 3 cm. So, damit komme ich zu der letzten Gruppe von IPMN, die hier unten aufgeführt ist. Das sind die IPMNs, die ein niedriges Risiko der Entartung aufweisen. Und abhängig von der Größe sollte hier zunächst meine Beobachtung in unterschiedlichen Intervallen stattfinden. Eine Ausnahme liegt vor, wenn die Patienten wirklich sehr jung sind, dann sollte man individuell diskutieren, ob man nicht doch eine OP durchführt. Auch hier habe ich ein Bild aus der Klinik mitgebracht, wieder ein Kernspin. Man sieht hier klein und traubenförmig so ein Niedrigrisiko-IPMN. So, was ist notwendig, wenn Sie sich bei uns in der Ambulanz vorstellen, so eine Zyste in der Bauchspeicheldrüse haben? Wir müssen zunächst einmal darauf achten, dass die Bildgebung vollständig ist. Und da brauchen wir insbesondere ein gutes CT vom Bauch und auch ein Kernspintomogramm, ein MRT. Das ist deswegen ganz wichtig, weil man mit dem MRT ausgezeichnet die Gangstrukturen beurteilen kann. In ausgewählten Fällen veranlassen wir auch noch eine Endosonografie. Das ist eine Untersuchung, die in unserer internistischen Klinik angeboten wird. Die Untersuchung hat eine extrem hohe Auflösung und man kann sehr gut Feinstrukturen damit beurteilen. Eine weitere Aufgabe, die wir Chirurgen haben, wenn wir sie in der Sprechstunde sehen, ist, die OP-Fähigkeit zu beurteilen. Wir haben wirklich ein sehr weites Spektrum von Patienten, ganz junge Patienten und auch alte Patienten, Patienten mit Vorerkrankungen und auch ohne Vorerkrankungen. Und es bedarf wirklich einer großen Erfahrung des Chirurgen, um festzustellen, ob der Patient OP-fähig ist oder nicht. Die Beurteilung, ob also jetzt wirklich eine OP notwendig ist, ist also sehr komplex. Wir müssen einerseits anhand der Bildgebung die Malignitätsrate abschätzen und auf der anderen Seite aber uns den Patienten anschauen und feststellen, ob dieser OP-fähig ist. Und aufgrund der Komplexität sollte so eine Beurteilung auf jeden Fall in einem Zentrum erfolgen, was damit Erfahrung hat. Ein anderer wichtiger Grund für eine Vorstellung in einem Zentrum ist der sogenannte Zentrumseffekt. Der Zentrumseffekt bedeutet, dass je höher das Volumen an einem Eingriff ist, also je mehr Eingriffe man durchführt, desto niedriger das Risiko für den Patienten.
Und es liegt nur einerseits an der Erfahrung des Chirurgen, aber andererseits auch an der Erfahrung des ganzen übrigen Teams, des Pflegepersonals, der Radiologen, der Intensivmediziner und der Gastroenterologen. Wichtig ist auch, dass wenn man spezielle Operationen durchführt, das Krankenhaus auch eine ganz spezielle Infrastruktur vorhalten muss, und zwar sowohl vor der Operation als auch nach der Operation. Damit komme ich jetzt auch schon zum Ende meines Vortrags und als Fazit möchte ich Ihnen mitgeben, dass zystische Läsionen häufig entdeckt werden, auch häufig zufällig. Und wenn Sie so eine Zyste haben, ist es ganz wichtig, dass Sie die Beratung und die Diagnostik sowie die Therapie in einem Zentrum durchführen lassen, was damit Erfahrung hat. Falls Sie jetzt Fragen haben, können Sie die gerne stellen, entweder direkt über YouTube oder über die angegebene E-Mail-Adresse und ich bedanke mich sehr über Ihr Interesse und freue mich auf die Fragen. Ja, ich danke den Zuhörern für die Fragen. Wir haben einige Fragen per E-Mail erhalten. Ich gehe jetzt nicht auf die erste Frage ein. Wenn ich mein IPMN nicht operieren lasse, wie lange und in welchen Abständen muss es dann nachbeobachtet werden? Das ist eine Frage, die man nicht ganz einfach beantworten kann, weil es natürlich auf die Größe des IPMNs und die Lokalisation ankommt. Generell kann man aber sagen, dass in Abständen von circa einem Jahr eine MRT-Untersuchung durchgeführt werden sollte. Und es ist in dieser Hinsicht auch wichtig, dass dieses MRT dann von einem Spezialisten beurteilt wird. Die nächste Frage. Ich nehme Bauchspeicheldrüsenkrebs als sehr gefährlich wahr. Gibt es eine Vorsorgeuntersuchung, die ich machen lassen kann? Das ist eine schwierige Frage und ich muss Sie leider enttäuschen. Es gibt bei dem Bauchspeicheldrüsenkrebs keine Screening-Untersuchung. Und das liegt daran, dass das Bauchspeicheldrüsenkarzinom ein seltener Tumor ist. Die Häufigkeit ist 6 pro 100.000. Und wenn man da Gedankenspiele macht, ist relativ leicht verständlich, warum es kein Screening gibt. In der Vorderpfalz wohnen 750.000 Einwohner. Und wenn man bei all diesen Einwohnern ein CT oder ein MRT machen würde, dann käme man nur auf rund 50 Menschen, die ein solches Karzinom aufweisen und die Zahlen erklären, warum es eigentlich nicht sinnführend ist, solche Screening-Untersuchungen zu machen. Gut, der nächste Zuhörer hat zwei Fragen. Die erste ist, hallo, können Amylase und Lipasewerterhöhung ca. 190 durch gezielte Ernährungsumstellung gesenkt werden? Erstmal muss man sagen, dass eine Erhöhung von Laborwerten keinen Krankheitswert hat. Es gibt dafür sogar einen Namen und das ist ein Syndrom, das heißt Gullo-Syndrom, G-U-L-L-O. Und meiner Meinung nach müssen Sie die Ernährung nicht umstellen, eben weil diese isolierte Laborwerterhöhung keinen Krankheitswert hat. Es muss als natürlich angesehen werden. Wie viele OPs an der Bauchspeicheldrüse führen Sie im Jahr durch? Das ist einfach 40. Wie lange dauert es, bis aus einer Zyste an der Bauchspeicheldrüse Krebs entsteht? Also auch hier muss ich etwas ausweichend antworten, weil es ist aus ethischen Gründen natürlich nicht vertretbar, dass man so etwas beobachtet, wenn es eigentlich operiert gehört. Also wir können leider keine Versuche mit Menschen machen. Deswegen gibt es hier sehr wenig Evidenz. Ein grober Erfahrungswert ist allerdings, dass es Jahre dauert. Ich bin 45 und habe ein kleines Seitengangs-IPMN. Wozu raten Sie mir? Und auch diese Frage ist schwierig zu beantworten, ohne die Bildgebung selbst gesehen zu haben. Wenn es sich tatsächlich um ein kleines Seitengangs-IPMN unter 3 cm handelt, dann kann man das durchaus beobachten. Es sollte beobachtet werden. Allerdings ist es ein junges Alter, 45, und dann muss man einfach im individuellen Gespräch klären,
ob der Patient einen Vorteil in der OP sieht oder nicht. Das ist eine sehr, sehr schwierige Entscheidung. Gut, gibt es noch Fragen? Gut, der Zuhörer fragt, kann man sich auf die Einschätzung des Radiologen allein verlassen bezüglich der MRT-Bildgebung? Das ist auch eine schwierige Frage. Wir arbeiten natürlich mit Kollegen zusammen, die wir kennen und denen wir vertrauen. Und generell denke ich, ist es wichtig, dass man den Radiologen Vertrauen entgegenbringt. Und deswegen würde ich die Frage mit Ja beantworten. Ich als Chirurg schaue mir aber sehr gerne die Bildgebung selbst an, um mir auch selbst eine Meinung zu bilden. Gibt es noch Fragen? Gut. Dann danke ich fürs Zuhören und für die Fragen. Und falls im Nachgang noch Fragen per E-Mail oder YouTube kommen, werde ich die auch gerne noch beantworten. Vielen Dank.